Bist du gerade erst angekommen? Ich habe dich nicht gesehen. Ja. So. Das ist ab sofort euer Chef. Ihr kleinen Mistmorden, ihr. Sergeant Raptor. General! So. Ich brauche Holz. Ja, genau, smeltet Kupfer. Sonst geht's euch noch gut. Pipes. Oh, okay. Lightning. Ah, okay. Das habe ich schon. Smeltet Kupfer und Glas. Nee. Kriegen wir irgendwie 20 Zement zusammen? Im Moment nicht. Mist. Moment. Wenn das das elektrische ist, wo ist denn das normale? So, wenn die Admins irgendwas zu sagen haben, können sie das jetzt bei uns in den Briefkasten schmeißen. Da ist was Lilanes. Und das ist gar nicht mal so weit entfernt im Wasser. Ich gehe mal gleich da mal gucken.
Weiß genau, das wird ein Fehler sein, aber ich lerne ja nie. Wegen gar nicht mal so weit am Arsch. Oh. Ja, genau, und da tümmeln sich jetzt die ganzen Delfine, sagst du? Oh nein, es ist ein Riesenhai. Also ich schwimme dann mal wieder zurück. Wir brauchen unbedingt ein Vieh, was unter Wasser schwimmen kann und kämpfen kann. Im Wasser landen ganz, ganz viele Artefaktdinger, die will ich haben. Wieso bist du still? Was bei dir schon? Ach, du bist am Kämpfen. Ich sehe die ganzen Zahlen. Moment. Bei unseren Tieren bist du. Oh, ein Glück. Bist du auf Zementjagd? Nee, noch nicht mit dem Dings. Der macht doch noch zu wenig Schaden. Dodo-Jagd. Trainieren. Den snack ich mir jetzt. Oder auch nicht. Der ist zu nah an den Dodos, an den Dildos. User joined your channel. Guten Tag. Mahlzeit. Hi und Mist daneben. Wieder daneben. So musstet. Geht's Timmy hoch? Na komm. Der will nicht.
Kein Geld immer nicht nach oben. Was ist denn da los? Kann doch nicht sein, dass da jetzt hier nichts passiert. Ach, der hat immer noch keinen Hunger, deswegen. Oh. Dann muss ich noch ein paar Beeren sammeln gehen. Sovolex, das kotzt einen an. Ah, jetzt geht's Tame los. Muss ich erstmal wieder mehr Raptor finden hier. Wie war das? Man kann den Viechern auch GPS dingsen. Ja, die sind teuer. Klar, jetzt stirbt mein Raptor noch wegen Scheiß-Serverlecks oder was? Wie bis jetzt kam noch keine Meldung. Nö, die Meldung kam noch nicht, der lebt noch. Ja, der wird gleich sterben. Ich sitze ja drauf. Da. Das kotzt einen an hier. So macht es keinen Spaß. Na, wenn halt der Server hier fleißig am Arbeiten ist, dann leckt's halt ein bisschen. Björn, Björn, das sind nur Ausreden. Ja, hat doch die ganze Zeit geklappt, wo wir angefangen haben. Jetzt kommen halt die ganzen Leute online und es wird voller. Ja, da muss man aber den Server mehr Power geben, dass es schafft. Das kann jetzt sein. Saß der jetzt eine halbe Minute drauf, ohne dass ich irgendwas machen konnte. Nichts laufen, nichts. Aber ich merke hier auch beim Tamen, das geht ganz schön langsam. Ich glaube, die Ticks gehen hoch oder runter. Das ist das, was mich immer ankotzt.
Oh, muss man halt zu einer Zeit spielen, wo nicht so viele Leute da drauf sind, wenn man das ruckelfrei haben will. Sagen wir so, der andere Server war schlimmer, wo wir drauf waren. Da hat es ja wirklich permanent geleckt. Das kotzt einen an, ey. Ich verstehe das Jetzt, nicht. das liegt an den Mods. So schön wie sie sind, aber wenn sie nicht kompatibel sind, dann muss man was machen. Die sind ja kompatibel, sonst hätten die ja die weggemacht. Dann dürft's nicht lecken. Ja, dann liegt es bestimmt, dass der Server zu wenig RAM hat. Aber dann müssen die mehr in Geld investieren und das machen die meisten nicht. Aber ich frag mich, wenn die Lecks so störend sind, warum verlassen nicht die meisten den Server, wenn die auch die ganze Zeit ihre Viecher verlieren? Die machen, glaube ich, da irgendwas anders. Das Thema geht hier überhaupt nicht hoch. Was ist denn hier los? Ja, die Fischer dauern. Ja, besonders wenn man die mit Bären füttert, dann geht ja die Hungerleiste bei denen hoch. Ah, so geht's. Taming fast Hälfte. Das war knapp. Ja. Er hat ein Boot gebaut.
Ist hier gar nicht mal so langsam. Hä? Was sind denn das für Zeichen hier auf dem Boden? Das sind irgendwelche X auf dem Boden. Nö, hier sind keine mehr. Ein Glück habe ich die eine Brücke schon fertig. Wenn ich sehe, wohin ich mit der zweiten Brücke muss, leck mich am Arsch. Wie sieht es eigentlich auf der Karte aus? Theoretisch, oh, da muss ich sogar zwei Brücken bauen. Um überhaupt darüber zu kommen. Ist klar. Erstmal Axt kaputt machen. Da ist er wieder. Ach, aber ich habe Hunger. Ich muss erst mal was essen machen. Jupp. Das Vieh ist erst bei der Hälfte. Das ist. Hätte ich mir mal ein anderes Vieh geholt. Vogel oder sowas. Ich würde sagen, das ist gar keine so schlechte Idee, so mit Essen und so. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.